Ein schnurriges Willkommen zu Quantier spielt Albion. Und wir wollten gerade Richtung Rathaus laufen. So. Und mit dem Rat sprechen, das machen wir am besten. Weiterhin lassen wir Drir unseren Chef sein. Ich glaube, am Ende spricht aber immer bei sowas immer Tom. So, dann schauen wir mal, wen haben wir hier. Gard ist ziemlich beschäftigt. Okay. Das sagt mir überhaupt nichts. Und Mehrzahl. Darüber kann ich nicht viel sagen. Okay, doch, ich hatte beim letzten Mal gedacht, das wäre irgendwie. Irgendwie ein Zeichen, dass es da was gibt. Bitte frag nicht mich, ich bin zu beschäftigt. Da habe ich auch einen Tippfehler drin. So. Okay, das ist tatsächlich, bei Problemen sagt jeder, darüber kann ich nicht viel sagen. Das heißt, es muss dieses Gesprächsthema geben bei irgendjemandem. So, Heras, der labert uns wieder zu. Eigentlich haben wir das alles schon gelesen, ich bin ziemlich sicher, Gerüchte. Aha, ich bin mir noch nicht sicher, ob da was dran ist, aber ich habe gehört, dass dort immer mehr schreckliche Wesen aus der Stätte kommen sollen. Geht dort aber besser nicht hin, es gibt ein Tabu. Das heißt, es gibt die Gerüchte. So, so, dann hier nochmal Probleme. Kann auch nicht viel sagen. Was sagst du hierzu? Interessiert mich nicht. Und das ist wieder Hellas. So, ich weiß es nicht, ob wir jetzt mit allen Ratsmitgliedern geschrieben haben, gesprochen haben oder ob er tatsächlich hier Perron. Ja, genau, er ist. So, was weißt du über Probleme? Nichts. Was sagst du zu diesem Gegenstand? Nichts. Was sagst du zu Gerüchte? Auch nicht viel. So. Das war jetzt ein ewiges Hin und Her gelaufen, das weiß ich noch. Bis man mal irgendwie Informationen gekriegt hat, was man machen soll. So. So, nein, er hat Gerüchte, genau. Was ich jetzt nicht einmal weiß, ist, ob ich ihm das hier schon gezeigt habe. Nein. Okay. Also, egal, ob ich es ihm gezeigt habe, es interessiert ihn nicht. So. Hier kommt noch einer. So, was wisst ihr über Gerüchte? Nichts. Der Typ sieht auch nicht sonderlich sympathisch aus, muss ich sagen. Ihr Dokumentfetzen interessiert ihn nicht. Das ist wahrscheinlich der von eben nochmal. Ich bin ja, das ist wieder Hellas, genau. Das ist wieder der, der sagt, hey, das sind die Viecher. Gut, okay, ich weiß jetzt, ich merke mir jetzt mal das Gesprächsthema Gerüchte und wie gesagt den Dokumentenfetzen. So, ich gucke jetzt mal, ob ich jemanden anderen ansprechen kann. Ah, vielleicht eben in der Taverne. Da waren auch diverse Leute diverse Dinge gesagt haben. Und uns wurde ja auch gesagt, dass Leute ihre Meinung ändern können, beziehungsweise das, was sie sagen, sich ändern kann. Das wurde so ziemlich direkt. Heilerin. Wohnhaus. Da ist die Herberge, da ist das Gasthaus. So. Abgesehen davon habe ich mal wieder nicht den Timer gestartet gehabt. Okay, ja. Säule ins Gewürge nehmen. Der schwelgt in Erinnerung. Wir sollen Karia immer mal wieder ansprechen. Stimmt, sie hatte auch gesagt, dass es diese gefährliche Info gibt. So, das war der, der nicht merkt, wenn Kunak vor ihm steht. Aber
Augen und das ist ein interessanter Typ, meine Gerüchte. Nein, weiß er nicht. Der uns schon seinen Kummer geplagt, bin ziemlich sicher das. Naja, das ist das mit dem Rat der Gerechten. Das ist das der das ist eine Stelle, wo man erfährt, dass es da irgendwie Probleme gibt. So, die wichtigsten Reiserouten von Belovino. Was wisst ihr über Reiserouten? Nicht allzu lange hier. Ich gehe das jetzt mal schnell durch, weil ich weiß tatsächlich nicht. Gerüchte. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob irgendjemand. Ob ich das schon mal vorgelesen habe. Und deswegen, ich will es jetzt nicht zweimal vorlesen, weil das doch recht viel ist. Ich bin Gator Morg, Hüter der Heiligen Rechte und fordere euch hiermit auf, spendet 1000 Golden für einen guten Zweck oder lasst mir Messer euer Haus ritzen. Das ist wahrscheinlich so ein Robin Hood-Verschnitt, weil er sagt, er liest ein Buch über Gator Morg und wahrscheinlich ist das so eine Robin Hood-Geschichte. Der Junge liest und jetzt meint, er ist der Rächer der Gerechten, so ungefähr. Sie war in einem der. So, eigentlich haben wir hier nichts. Wir können keine Heiltränke kaufen. Dann gucken wir uns mal die Wohnhäuser an. Irgendwo war diese Karia zu Hause. So. Das Haus hier ist ein bisschen runtergekommen. Putz blättert schon von den Wänden. Der erklärt, was Skymalin heißt. Das hilft auch nicht. So. Schädel sind Erbstücke. Das wäre, glaube ich, die uns zum Wettrennen auffordert. Ja, hier sind zwei Eimer, aber kein Wasser, um sie aufzufüllen. Das ist die Heilerin. Hier ist noch ein Wohnhaus. Ich glaube, das war, wo Karia wohnt. Ich glaube zumindest, dass es Karia die Person ist, an die ich denke. So, die hätte auch mitkommen können. Ja, das ist Karia. So, was? Ja, wir sind bereit zu helfen. So, das hatten wir alles schon. Sie möchte, dass wir Gard und Rico. Gerüchte kann sie nichts sagen. Und zu diesem Fetzen sagt sie auch nichts. Okay. So, dann wollen wir doch mal hier. Erstmal gerade hinsetzen und dann wie sieht's gerade. Wir wollen jetzt tatsächlich wieder nach Kaunos. Ich will jetzt nochmal mit Kontos sprechen. Und ich weiß, dass es dunkel ist. Aber da müsst ihr jetzt mal durch. Beziehungsweise, ich will nicht direkt mit Kontos sprechen. Ich möchte erstmal in diesen Dungeon gehen, der da ist. In der Hoffnung, dass wir noch nicht drin waren. Das war dann hier. Und nochmal hoch. Und dann die Straße entlang. Und dann müsste das irgendwo, bevor wir wieder hochgehen, am. Ah ja, hier an dem Bergmassiv ist das. Ich weiß, weil das war hier das Dorf und dann. Wir haben das ja von oben vom Dorf aus gesehen. Da ist die Höhle. So. Dann speichern wir mal. Gerne auch unter Gefahr. So. Oder vielleicht sollte ich hier. Ja, genau. Ich möchte überschreiben und ich nenne den vor der Höhle. Ich bin etwas schnell mit dem Tippen heute. Die DOS-Box nimmt nicht unbedingt jeden Tastendruck an, wenn man zu schnell tippt.
Das liegt an der Emulation. So. Und da jetzt direkt ein Gegner auf uns zukommt, würde ich sagen, wir waren hier noch nicht. Ja, super, dann erkunden wir doch jetzt mal diese Höhle. Ja, da ist ein dinosaurierartiger Gegner. Das sind die Kritas, das heißt, mir ist einer über den Weg gelaufen und das ist keine gute Sache, wenn die trifft, das heißt Unheil und die hauen sofort ab. Ein Krita hat 70 Erfahrungspunkte gegeben. Dann sollte ich die tatsächlich versuchen einzufrieren. So, weiterhin rechte Hand entlang gehen. Da geht's durch, aber ich will trotzdem erst die Truhe hier. Die Truhe. Wie Zeugs. Fackeln, die wir nicht unbedingt brauchen. Antidot Gift. Türkiser Heiltrank. So, ein Knopf Take Everything wäre toll. Aber gibt's nicht. Ich mache tatsächlich jetzt mal hier ein bisschen Licht. Oh, okay. Das bringt gar nichts. Heißt für mich, dass es hier schon hell ist. Das heißt, irgendwie gibt es da eine Lichtquelle von oben. Ein Loch in die Tiefe. Dann halten wir uns jetzt mal hier so. Achtung! Vor uns befindet sich ein großes Loch im Boden. Ich glaube, wir sollten nur mit einem Seil darunter gehen. Wer weiß, ob wir da sonst jemals rauskommen. Und es findet sich ein Seil. Gut, mit Seil sollte das Risiko kalkulierbar sein. Ich will noch gar nicht runter. Ich will erstmal diese Ebene fertig erkunden. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal bin ich tatsächlich in eins von den Löchern gehüpft. Ich glaube sogar ohne Seil. Und dann... Hier ist nichts, okay. Und dann ist da ganz viel. Und ich habe mich geärgert, dass ich diese erste oberste Ebene nicht mal erforscht hatte. Es ist schade, dass man dieses Skelett und so nicht angucken kann. Mal gucken, da geht's. So, jetzt mache ich tatsächlich mal so, dass ich ein bisschen auf den Boden gucke, dass ich nicht in die Löcher reinfalle. Nein, ich will nicht rasten. Ich bin etwas zu vorsichtig mit der Maus jetzt. Ich muss immer lernen, bei dem Spiel immer lernen, mit der Maus vorsichtiger zu sein und dann gewöhne ich mir das zu sehr an. So, diese ganzen Dinger also im Boden hier sind, das sind alles Hindernisse. Okay, ist auch nochmal ein Loch. Das sehe ich schon mal auf der Karte. Aber man müsste an dem Loch vorbeikommen und da ist aber dann nichts. Okay. So, jetzt will ich nochmal hier hin. Das heißt, wir tun so, wir drehen uns 180 Grad. Und tun so, als wären wir jetzt an dem Loch vorbeigelaufen, weil ich irgendwie nicht riskieren reinzurennen. So, und das ist jetzt hier echt schwer für mich zu navigieren, weil das sieht alles so gleich aus. Deswegen gucke ich gerade ständig auf die Karte, ob ich jetzt schon vorbeigelaufen bin an dem, wo ich hin möchte. Ah, das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang hier. Ja, genau. Okay, dann schauen wir mal. Aha. Moment, da kam der Gegner her. Moment. Ist das jetzt hier? Ich bin jetzt hier, wenn ich jetzt nach Westen schaue, geht es hier angeblich durch. Bodenkung, hier ist auch noch ein Loch. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Loch hier. Also es hieß, wir haben ein Seil im Inventar. Das ist hier. Ich speichere nochmal. Diesmal unter Gefahr. Also ich kann mich erinnern, dass das... Also in meiner Erinnerung war das ein Höhlenlabyrinth. Gucken wir mal, ob die jetzt... Ja, sie benutzen automatisch das Seil. Das ist gut. Ist es jetzt noch da? Ja, das ist auch schön. Das heißt, das Seil hat endlos viele Benutzungen. So, dann machen wir nochmal Licht. Das macht auch keinen Unterschied. Also es ist hier immer noch hell genug. Sehr fein.
Okay, dann betreiben wir heute mal eher Höhlenforschung. Das ist einfach nur durch den Pfeil, konnte man es nicht sehen. Hier ist ein Ausgang und der Ausgang ist wahrscheinlich ein Loch in der Decke, ne? Ich will die Übersichtskarte gehen, weil das Loch, wo wir hergekommen sind, ist auch ein Exit. Ja, genau. Dann nehmen wir doch das Seil und gehen wir hier hoch. So, und dann sind wir hier angekommen. Ah, okay, die sind also direkt miteinander verbunden. Das sind einfach verschiedene Gänge. Okay, das macht das Ganze natürlich einfacher. Das heißt, wir wollen jetzt durch das Loch hier wieder runter. Genau, ja, das passt ja gut zusammen. Schön. Das habe ich damals, als ich jünger war, nicht kapiert. Das war für mich ein wirres Labyrinth. Wo ich nicht wusste, wo ich lang muss. Oder kann. Zuerst mal diese Ebene komplett erforschen. Und dann schauen, wo die Exits sind. Also hier geht es nochmal runter. Aber erstmal geht es hier lang. Jetzt auch noch mal runter. Den Exit nehme ich noch nicht. Und ich weiß, dass hier, das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass es auf der Karte schon eingezeichnet wird. So, hier sind mal 12 Gold. So, das heißt, es geht hier hoch. Ich gehe mal da eben schnell hoch, dass ich in meinem Kopf das zuordnen kann. Besser. Das ist einfach nur. Dadurch, dass ich die Seile nicht verbrauche, ist das ja egal. So. Eine kleine Hilfe. Oh, wir sind tatsächlich in einem neuen Bereich. Okay, ich dachte jetzt, dass wir hier irgendwie dieses Loch mit diesem Loch oder so markieren. Gut, okay. Das heißt, dieses Loch hier fehlt uns noch. Und das hier auch. Wenn ich mich irre. Die Musik erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Erben der Erde, was ja mein erstes englisches Let's Play war. Jetzt gehe ich mal hier links an dem Loch vorbei. Einfach nur, damit die Karte voll ausgefüllt wird. Könnt ihr immer wieder zurück. Das ist zumindest meine Hoffnung. Genau, das ist, wie ich mir dachte, ein neuer Bereich. Wir dringen also immer tiefer in diesen Berg ein. So, jetzt sind hier wieder zwei Löcher. Hier war ein Gang zwischen den beiden, wenn ich mich nicht irre. Das ist echt nicht einfach. Also ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie total, dass mein Gehirn total ausschaltet oder sowas. Es ist echt nicht einfach, den Überblick zu behalten. Weil ich finde diese 3D-Ansicht hier gerade sehr schwer zu lesen. So, gucken wir mal, ob wir die alle einfrieren können. Wenn ja, dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir richtig Erfahrung absahnen können.
Beziehungsweise nicht nichts tun, angreifen natürlich. Du kannst tatsächlich den Berserker auf Trier wirken, einfach nur zu üben, eine Blitzstrecke immer nach da hinten schießen. Und was der macht, Berserker üben. Es ist nicht, wer Sira angegriffen hat. Trier, das kann natürlich sein, dass das jetzt der Berserker-Zauber war sogar. Dass der irgendwie Schaden macht. 28 Schaden. Also ich mache das hier jetzt weiter zum Üben von dem Blitzstrahl einfach. So. Und dann greifen wir die noch an. Und der rennt weg. So. 148 Erfahrungspunkte. Okay, rechte Wand, das wäre jetzt hier lang. Wir gucken mal in die richtige Richtung. Also es ist zum Beispiel hier, ist teilweise durch diese, dadurch, dass sie so abgerundete Kanten an den Wänden haben, wodurch das Ganze natürlich ein bisschen hübscher aussieht, ist es echt schwer, die Gänge teilweise zu sehen. Das Problem hatte ich in der vorherigen Höhle auch. Hier ist ein Gerümpel. Hier sind Pilze. Norden. Dann hier rüber. Da sind noch 20 Gold drin. Okay. So, und dann sind wir hier rausgekommen und können hier wieder zurück. Da wieder zurück. Mit dem Seil. Und werden angegriffen. Sehr schön. Also sehr schön einfach, weil, ja, das ist Erfahrung. Also ich sehe das jetzt tatsächlich als reines Training an. Einmal alle einfrieren. So, er bewegt sich hier hin. Wenn er voll bei Prallen schreibt, Panik, ja, das will ich eigentlich alles nicht, ne? Ich müsste mal genau gucken, was der Berserker tut. Kann ich auch noch ein bisschen. Oh, die Frostlawine hätte ich stoppen sollen. Naja, wurscht. Das hätte ich machen sollen, wenn sie alle wieder aufgetaut sind. So, der magische Schild ist da. Dann stoppen wir Sira erstmal wieder. Greifen hier einmal an. Stoppen Meltas. So, dann laufen wir nach vorne. Und jetzt müssten wir eigentlich, es müsste jeder einmal angreifen können. Und eigentlich so viele Lebenspunkte dürfen sie nicht mehr haben, aber allesamt. So. Der eine rennt weg. 185 Erfahrungspunkte und wieder ein Level up und noch ein Angriff. Das müssten eigentlich sahen das jetzt aus. Ja gut, das sind wahrscheinlich auch weniger. So, einmal das da und einmal das hier. Schauen wir jetzt alle abhauen. Nein, sie rücken vor. Okay. Vorrücken ist okay. Und jetzt hauen sie ab. So.
jetzt Licht machen? Nein. Das ist interessant. Ich weiß, dass da eine Truhe ist. Ich will aber erstmal wieder hier Magie aufladen. So. Es ist nicht nur eine Truhe, vor mir ist sogar ein Loch. Okay, durch das Loch bin ich auch gerade gekommen, von daher. Also rechte Hand, sind hier irgendwelche Blumen. Ist auch schade, also da wäre jetzt schön, wenn da noch ein Text zu gewesen wäre. Eine Beschreibung. Das sind interessante Blumen, die mit Bewegung und so manipulieren. Ein Leuchtstab. Ein Leuchtstab, ein Leuchtgegenstand. Okay, zählt eine Fackel auch als Leuchtgegenstand? Nee, zählt als normal. Okay. Das ist mal was Neues. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also an die Details hier drin kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich hier viel umhergeirrt bin. Die Pflanzen sind eindeutig fleischfressend, ansonsten hätten sie schon gebissen. Und da drüben ist ein Exit. Und so nach oben. So, dann nach oben wir mal. Das ist dann hier. So, die spannendste Folge von allen. Zumindest von dem, was ich rede, aber ich muss gestehen, ich finde es gerade tatsächlich sehr spannend, weil wir diese Höhle durchsuchen. Und ich lasse es ja nie aus zu erwähnen, dass sowas, so Durchsuchungen und neue Sachen erkunden, für mich halt einfach das absolut Tollste in Spielen ist. Deswegen sind auch diese Walking Simulators sind genau meine Art von Spielen, weil man da halt einfach nur durch die Gegend läuft und die Gegend erkundet, also einfach nur die schöne Gegend sieht. So. Das funktioniert jetzt auch so. So. Dann greifen die zwei den hier an, weil der mehr Erfahrung bringt. Und weißt du was, dann greift Tom erst mit dem hier außen an. Weil jetzt kann Drier nämlich den hier auch noch. Jetzt sind wir alle. Da liegen auch schon die Leichen. So. Und hier haben wir 8 Fleisch liegen. Wie gesagt, Rationen. Dieser Schädel hier sieht fast so aus wie der Mörder. Der Mörder hatte nur hier irgendwie noch so ein. Das war was soll wahrscheinlich der Ring gewesen sein, den wir dann gefunden haben. Dann geht es hier wieder runter. Übersichtsgrad, ist das das, wo wir waren? Nee, ist es nicht. Das ist schon eine interessante Architektur hier. So, dann gehen wir hier runter und werden angegriffen. Das ist nicht schlimm. So. Ich glaube, ich hatte hier einfach schon Probleme mit den Kämpfen. Und kam einfach nicht mehr raus und kam immer wieder, egal wo ich hingehe, kam immer wieder Gegner. Wo man ja eigentlich nur mal ein bisschen auf die Karte gucken muss. Ein bisschen Backtracking machen muss. So. Tom, du greifst ihn an und du kannst eigentlich auch angreifen. So. Was hat Meltas eigentlich für eine Waffe? Den Kristalldolch, der kann doch eigentlich auch nach vorne jetzt, weil die eingefroren sind. Können die eigentlich alle nach vorne, sodass ich, wenn ich mit der Party nach vorne rücke, viel mehr Angriffe pro Runde habe. So. Was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich sie alle platt mache, bis die Einfrierung sich aufhebt. Da ist noch einer. Jetzt kann nämlich Drier da noch mithelfen. So, dann rücke ich vor. Gib die ganzen Angriffbefehle. Jetzt wird es aber so sein, dass das nicht mehr klappt. Jetzt werden die wahrscheinlich wegrennen. Aber vielleicht kriege ich es ja noch in den einen Platz zu machen. Nein.
Gut, dann sollen sie fliehen. So, gucken wir mal in die Schachtel rein. So. Das ist dann eben hier rum. So. Auf den Boden gucken. So, hier sind wir jetzt in der Sackgasse, das ist gut. Dann geht es jetzt wieder hoch. Ich glaube, ich hatte kein Seil. Ich glaube, das war tatsächlich das Problem. So, hier kann ich jetzt auch nur wieder zurückgehen. Mich einmal durch das andere Loch nach unten fallen lassen. So, das war hier irgendwo. Das ist mich jetzt genau das Ding. Wenn ich nicht auf den Boden gucke, sehe ich es gar nicht, weil die Wände im Weg sind. So, jetzt kann ich auch wieder nur zurück an der Truhe vorbei. Zu dem anderen Loch. So, hier kann ich auch nur wieder zurück, das Loch hoch. Jetzt laufe ich einfach nur wieder zurück. So. So, hier habe ich drei Möglichkeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier war. Ich glaube, ich war auf dem Weg hierher. Das heißt, das ist jetzt quasi das nächste. Ich hätte nicht erst alles erforschen sollen, sondern ich hätte direkt in Löcher gehen sollen. Ich wusste aber einfach nicht, was mich erwartet. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das Spiel dann sagt, höhö, du bist jetzt irgendwie an eine Stelle gekommen, wo du nicht mehr zurück kannst in diesen Dungeon rein. Ja, das ist neu, okay. So, ja, dann gehen wir jetzt einfach in das Loch und dann haben wir nämlich die unerforschte Karte. Oh, hier ist die Musik anders und auch das... Ich speichere mal aus genau diesem Grund, den ich eben genannt habe, weil ich nicht weiß, ob ich wieder zurückgehe. Ich will den ganzen Dungeon erforscht haben. So. Und hier ist eine andere Musik und andere Musik heißt für mich, hier könnte jetzt, wahrscheinlich heißt es eher, es sind andere Gegner da. So. Gleiche Gegner. Okay. Eventuell, so, du gehst nach da. Eventuell hätte ich vorher rasten sollen oder sowas. Schön wäre es, wenn ich eine Art Feuerschutz... so eine Immunität gegen Feuer hätte. Das wäre ziemlich geil. So. Auch geil wäre, wenn das Kämpfen sich levelt dadurch, dass man kämpft. Also wenn ich zum Beispiel Fernkampf nutze und dadurch Fernkampf level. So das typische Kampfgrinding halt. So, Kunak hat Stufe 14 erreicht, das heißt, er kann neue Sprüche lernen. So, jetzt gehe ich erstmal nach Osten an die Wand und dann gehen wir rechts rum die Wand entlang. Immer mal wieder auf die Übersichtskarte gucken, falls man was verpasst hat. Lediglich diese Truhe, aber da werden wir noch hingehen. Wow! Okay, das sieht jetzt natürlich hier schon mal richtig geil aus. Ein Eisring. Jetzt verspüre ich den starken Drang, Gegenstände zu identifizieren. So, hier blinkt es rot. Aber ich mache jetzt erstmal die Truhe leer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Silberhalsreif und ein Schattenschwert. Großer Dolch. Kette mit Goldemblem. Tom hat keine Plätze mehr frei. Ich glaube, die Kette, die kriegen wir hier noch. So, unter. Nice. Echt nice Ausbeute gerade. So, und noch ein Seil. So, dann gehen wir mal hier lang.
Richtung zurück, beziehungsweise nee, jetzt erstmal. Hauptmenü. Ich nehme mal Let's Play 2. Oder wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt tatsächlich, es hat zwar eben geblinkt, ich mache jetzt tatsächlich. Nee, kommt, wisst ihr, das machen wir jetzt noch. Ich speichere jetzt nochmal und nenne ich, ja, ich möchte das überschreiben. Ich denke immer, dass ich zuerst den Namen eingebe. Fluche? Fragezeichen. Und zwar möchte ich jetzt gucken, dieses Schattenschwert. Das ist auf jeden Fall, ist es verzaubert, klar, es hat 25 Schaden und es ist verflucht. Das heißt, ich kann es auch nicht verkaufen, leider. So. Ganz vorsichtig laden. Fluch. So. Das ist echt schade, weil das natürlich ziemlich cool aussieht. Aber das ist natürlich Absicht, ne? Das ist sehr. Entschuldigung. Einfach nur ein Wertgegenstand. Auch nicht eindeutig nicht verzaubert. Findet man so lauter Sachen, die Geld wert sind. Und hier ist es eben interessant. Ich habe Angst, wenn ich den Leuchtstab benutze, dass der dann irgendwann ausbrennt quasi, dass der wie eine Fackel nicht ewig, dass der dann irgendwann aufhört. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe ja gespeichert unter Fluch-Fragezeichen. Ich aktiviere den jetzt einfach mal. Jetzt leuchtet der. Jetzt schauen wir mal. Ja, das hilft überhaupt nicht. Ich bin einfach gespannt, wenn wir zurückkommen, ob der Leuchtstab dann. Okay. So. Ich werde jetzt nichts machen, sondern stattdessen. Wenn ich jetzt hier die Aufnahme beenden, also wir haben jetzt eben hier geguckt, ob das nicht verflucht, dass das Ding leider verflucht ist. Ich gucke trotzdem nochmal, ob ich es verkaufen kann, ohne es identifiziert zu haben. Wahrscheinlich wird es nicht gehen. Und ich werde jetzt einfach hier eine ganze Weile warten und rasten. Vielleicht kann ich es auch jetzt noch machen. Und dann gucken wir mal, was der Leuchtstab sagt. Der ist tatsächlich weg. Das ist der Leuchtstab, ist tatsächlich wie eine Fackel, der verschwindet. So, und hier ist natürlich auch. Auch noch was, das ist auch ein magischer Gegenstand, ein magischer Ring und der gibt gut Schutz schon mal, 4 Punkte Schutz, keine Magieresistenz oder so, aber eventuell, 4 Punkte Schutz klingt natürlich schon mal ziemlich gut, gucken wir mal, wer hat 27, 24, wer braucht die am ehesten, tatsächlich ist es Drür, der die am ehesten gebrauchen kann, weil er keine Schilde tragen kann, also schützt er sich noch mal. Bei dem wäre hier das ein Ausweichenwert. Gut, das wird wahrscheinlich hier Geschick oder so sein. Das wird wahrscheinlich ein Eiszauber sein. Müssen wir mal gucken. Ich will den halt nicht identifizieren lassen. So, das heißt, wir laden den Fluchspielstand, wo wir die Sachen nicht verbraucht haben. Den Eisring kriegt Drir. Und damit sage ich jetzt endgültig bis nächste Woche. Ciao, miau.